Ich bin total. Leute, ja, man muss sagen, er hat das. Was macht er? Was macht er? Oh mein Gott. Ja! Ist das unnötig? Ich kann's nicht fassen, Leute. Ich hab gezeigt, wie es geht. Mal gucken. Ja, Leute. Chef packt die Ausreden aus, bevor er überhaupt spielt. Ja, Chef. Mhm. Ja, da musst du ihn anders verteidigen. Ja, der kriegt da 3 Hits raus. 3 Hits von einem Schweinereiter, schmeckt dir das eigentlich? Ich meine, der Turm hat gerade mal im Handumdrehen 900 HP verloren. Bin mir nicht ganz sicher, ob du dem jetzt was entgegensetzt kannst. Ey, what? Er hat einen Sparky? Ja, einen Sparky, da war dann beinahe natürlich on point auf jeden Fall. Lol. What? Was war das? Der Sparky hat bei den Navy Seals gelernt. Ey, ich hab nichts in der Luft gegen den Sparky. Ja. Boden mag der Sparky eigentlich auch ganz gut. Du hast alles, was du brauchst, Alter. Eisgeist, ich meine, die Kabel ist natürlich der Sparky in unspektakulär. Oh, Baby. Oh mein Gott. Let's go, die Hitbox Strobolus ist da. Nein, der Konzentration! Ey, ja, der hat, ist das nicht das Deck mit dem Packer? Der setzt sich gleich in den Flieger ab nach Amerika. Leute, das ist lächerlich. Ja, Chef Strobel, ich würde sagen, jetzt spürst du mal wieder so mit Sparky. Alter, what the fuck? Strobel, es war doch obvious, dass er eine Rakete dabei hatte. Alter, der Typ ist heiß, der hat richtig Bock. Einzige deutsche Vertretung in Amerika. Lange ist doch lächerlich, dass der Typ so ein Deck spielen darf gegen mich. Ah, das ist sauber. Dann Try hatte der noch. Ey, ey. So, Alter, what? Der hat auch einen Zap? Ja, wow. Ist ja Todeskonter. Die Decks sind vorgegeben, wollte ich noch mal sagen. Ist ja der Todeskonter, was soll ich dagegen machen? Mhm. Wann geht der Flieger, Chef Strobel? Ich kann's nicht fassen gerade. Sag doch, wann er geht. Oder Schweinereiter greift gleich die Kanunka ran. Kommt er nochmal zurück? Nee, ist so weit weg. Oh, oh ich war gerade connected. Wie lucky er eigentlich ist. Wann fliegt der? Wann geht der Flieger, Chef Strobel? Bitte, sag es. Freitag morgens. Freitagmorgen. Mhm. Und bist du schon sicher, ja? Nice, Golem. Nice. Oh, ey, was für ein Mistköter. Ja, nice, was für ein Whisky. Guck mal hier links, der Eisgolem. Der war richtig nice. Holy shit, der kriegt einen Hit raus. Alter. Ja, Ibim ist ein Verlierer, würde ich sagen. Oh, ja, 30 Sekunden, jetzt wird's knapp. Ja, das Ding ist, wir dürfen ja noch nicht so große Töne spucken, weil Chef hat natürlich gegen diese überdimensional guten Gegner noch immer eine Chance zu comebacken. Boah. Aber der Sparky sieht da schon recht sicher aus. Hey, was soll ich gegen das Deck machen, Alter? What the fuck? Du kannst ja mit diesem Drecksdeck ja nichts machen. Vielleicht einfach mal nicht 2 Sparky jetzt am rechten Turm passieren. Der Strobel, ja, nee, ich das machen soll. Definieren Sie nochmal das Wort Ausrede. Oh. Also das war klar, dass du hier noch eine Niederlage hinlegst, aber schon so früh in der Challenge. Alter, what the fuck? Er hat einfach das. Leute, ich fass es nicht, dass ich im zweiten Match einfach so ein Buster-Deck bekomme und er das mit der Rakete in Sparky spielen, ne? Chef Rubel, more Spikes. Wesentlich spannender als die letzten beiden Games, welche ja relativ eindeutig auf unserer Seite waren. Du liegst hier immer noch hinten. Ja, du möchtest halt auf gar keinen Fall dich so dermaßen blamieren vor all den Zuschauern plus die Super Magical Chest abdrücken. Da hast du keinen Bock drauf. Das ist halt auch die finanzielle Rolle, ne? Ja, schreibt mal, ich sehe was Chef nicht sieht und das ist ein Win. So simpel, aber irgendwie doch so gut. Ja. Das sind 2 Hits. Ach, das sind 3 Hits. Ein Mega-Minion, ne? 2. Soll ich dir das Mega-Minion mal erklären? Vielleicht? 4 hätte ich mir gewünscht, muss ich sagen. Hätte ich mir gewünscht. Schwarz. Junge! Alter, was Mann, ist das Mann, für Mann, einer? Mann, geistige Verzögerung von 10 Sekunden. Oh ja, jetzt hat er hier Legs. Schöner Start auf der rechten Seite. Und dann... Leute. Holy shit, was ist los? Ich muss ein bisschen warm fahren, dann geht alles. Warm fahren? Warm fahren? Na gut, warm ich mach fahren. Das mal. Wenn du das brauchst. So, jetzt möchte ich das mal eine Batterie hinkriegen, damit der Motor überhaupt angeht. Der Sparky ist gut gegen das Mega Minion. Mhm, Schweinereiter kommt. So, jetzt wollen wir noch einmal was hören von unfairen Matchups, bitte. Mhm. Nochmal deinen Kommentar dazu, Chef. Ich hab keinen. Das was ist fair, du? Das Matchup. Ja, das Matchup. Ist fair, ja, ist echt fair. Seems legit.
Würde ich definitiv so unterschreiben. Ist doch gerade besonders fair. Er hat doch Ding. Er hat doch hier Guards. Stimmt, dann ist fair. Du hast einen Packer, einen Sparky, eine Kobold-Gang, alles gegen den Schweinereiter, seine einzige Win-Condition. Du setzt einfach Packer in die Defensive. Der Packer mit nur einem K. Machst damit alles kaputt. Dann packst du faires Matchup. Okay. Faires Matchup wahrscheinlich. Ach, der hat die Reihenfolge so toll reingeschissen. Wieso setzt er nicht den Holzfäller zuerst? Ja, das hat er noch nicht so ganz verstanden. Der Sepp war einfach wieder mal... wieder vom Gegner. Ne, jetzt ist auch mal gut. Ach Gottchen, ey. Ist das bisher heute der schlechteste Gegner? Ist es der schlechteste bis hierhin? Ja. Denke ich auch. Auch die Guards jetzt in die Fledermäuse. Geiler Holzfäller. Ne, okay, das... Geil, Chef Strobel. Kommentar, was der Gegner spielt? Sagst du wieder, der ist ein Pro-Player, ne? Ich verkack das noch, ohne Witz. Das ist mal kein Scherz gerade. Ich verkack das noch, ohne Witz. Safer for Kaki auf jeden Fall. Ja. Der Packer. Ich hab gerade so das Gefühl, dass es irgendwie noch Throw. Irgendwie habe ich das. Ich wünsche es mir halt so sehr. Ich wünsche es mir so sehr. Wie willst du deine Wünsche werden nie in Erfüllung gehen. Ich frage mich halt, wie du so einen Blick auf das Spiel haben kannst, dass du denkst, du kannst noch throwen, wenn du meine auf dem Turm. Und der Strom weiß gar nicht, was er da macht. Poison in der Hand hast. Alter, Leute. So. Und Physik passt noch weniger. Ey, halt's Maul, das ist das schlechteste Deck von allen. Aber Mathe easy. Das ist das schlechteste Deck von allen, was ich hab. Ja, nice. Welches Deck ist es denn? Das ist das Beste. Das mit der Pumpe. Ja, lächerlich, ich könnte kotzen. Ah, Chef Strobel, Mann. Mach ein bisschen locker, wir wollen hier Spaß haben. Es geht ja nicht um den Sieg, es geht einfach darum, mal ein bisschen zu zocken, ein bisschen Spaß haben. Ja? Gemeinsames Daddeln. Gut, wenn du verlierst, musst du 50 Euro abdrücken, aber das ist man kann einfach ins Casino gehen und Geld verlieren, gibt's ja manche Leute. Chef entscheidet sich einfach dafür. Warum krieg ich solche Matchups? Kann mir das mal jemand in den Chat bitte erklären, warum ich solche Matchups bekomme? Boah, fuck das ab. Boah, der Mega-Ritter, der kriegt da gar nichts gebacken. Wo läuft denn der hin? Wie viele Kurven kann ein Mega-Ritter laufen? Was sagst du eigentlich zu dem Mega-Mini? War das gut oder eher nicht so? Nicht so. Ja. Okay. Was sagst du jetzt dazu zum Kobold-Fass? Ja, die Nachthexe, ne, die ist ja schon eigentlich da, aber irgendwie auch nicht. Da kommt die Flugkarre für 1-2 Hits durch. Ist auch sicher, ist verdammt sicher, was er da macht. Oh, das wird jetzt hier aber Chef Strobel. Ja. Häng dich rein. Ja. 860 HP, der Gegner hat eine Rakete und kann sie auch noch spiegeln, okay. Na, würd's auch machen, verloren. Ja, man muss natürlich auch sagen, das ist jetzt, no joke, ein recht faires Matchup für Chef Strobel. Also da kann er wenig machen, weil der Gegner einfach richtig viel gegen sein ganzes Stuff hat. Mhm. Allein schon wie die Luftmaschine das Mega Minion konnte, beziehungsweise das generelle Luftbackup von Chef Strobels Mega Knight jetzt. Wir müssen natürlich auch nicht immer hier die Leute zerstören, nachher denken die Leute wirklich noch, dass. Warte, ich das Ganze jetzt muss hier jetzt noch irgendwie gewinnen. Weil ihr kennt mich alle. Never give up. Never give up. Never give up. Spring und Zap. Niemals abgeben. Ja. Alles meins. Never give up. Also, dass du mit dem Motto bei 0 Siegen rausfliegst, ist natürlich selbstverständlich. Ein Babydrache throat halt und auch die komplett. Die Karre, die Flugkarre connected. Was für Flugkarre, Junge? Flugkarre. Ja, ist verloren, Leute. Ich habe halt die geilsten Matchups auf Planet Erde. Na, der Gegner ist nochmal am Scheißen. Ja. Ja, das ist halt. Das war der sicherste Sieg aller Zeiten. Und jetzt macht er hier sowas. Oh mein Gott. Was macht der denn da? Was macht der da? Ja, das fragen wir uns alle, Max. Man könnte jetzt ja sowas sagen, ein geiles Comeback oder sowas, aber das war einfach nur. Ja, das war ja ein geiles Comeback. Das.
Das war ein geiler Throw vom Gegner. Das ist am Scheißen. Oh, Klassiker. Was? Warum lachst du? Das war irgendwie witzig, das kam so spontan. Ja, die Flugkarre ist nice. Ah, wieder unnice. Ja. Alter Besen, er weiß doch selber, dass das nicht der Weg ist, oder? Er sieht es doch selber ein. Warum tut er das denn? Was macht denn der da jetzt? Du kannst doch nicht den Wirthaus hauen. Leute, ja, man muss sagen, er hat das... Was macht er? Kann ich umgehen. Das ist okay. Das kann nicht wahr sein, jetzt bin ich noch mit einem Auge im Chef. Leute. Kacke. Aber Chef Strobel, ich glaube an dich. Du hast bewiesen, dass du mal richtig scheiße spielen kannst. Das brauchen wir jetzt. Fuck, welches Deck hat er denn? Ja, Chef Strobel, das ist die Frage, die sich einige stellen. Entspannt das einfach ist, hier oben so auf so einem Posten zu sitzen, so einem Hochsitz und auf der supermittige Chest drauf. Oh nee, Mann, ich habe keinen Bock mehr. Ich will nicht mehr. Können wir das vertagen? Auszeit, das geht. Auszeit geht immer. Brauchst du noch ein bisschen üben? Nee, ein bisschen chillen erstmal. Eieieiei. Hochmut kommt vor dem Fall, ja, ich weiß. Ich weiß. Aber das ist halt schon mal, was er da macht. Gegner hier. Hilfe. Was macht der Gegner? Wieso wastet er den denn noch? Nee. Das kann ich nicht akzeptieren. Das kann ich so nicht akzeptieren. Es ist einfach so geil, Mann! Ich finde das immer so geil, wie sie die offen. Ah, Leute, komm! Leute! Das raushaut, danach du bist bei 8 Siegen und spielst hier gegen so ein. Romani. Du hattest den schlechtesten und den zweitschlechtesten Spieler in der Challenge bisher. Vielleicht ist das der drittschlechteste. Nicht schlecht. Uria Latina. Das war da nicht schlecht. Das ist wirklich. Was sagst du denn eigentlich zu der Kanonenkarre? Ja, ein Hit. Ne, 2 Hits ist okay. 3 Hits wohl eher, aber. Ah, komm. Mach den Kohl auch nicht fett. Das sagst du so einfach. Ich würde jetzt mal sagen, das sieht ganz nach einem Teil aus. Sieht's das überhaupt kann nicht, doch wohl nicht wahr sein, Mann. Sagen. Vergleich doch mal die beiden Gegner hier miteinander. Hat er gerade die Pfeile gewastet? Er hat eine Fledermaus getroffen mit den Pfeilen. Well played. Leute. Das kann man sich nicht geben. Das kann ich mir nicht geben. Wird Leute, das ist der 3-Kronen-Sieg. Alter, das ist so schlecht von den Gegnern. Das ist der 3-Kronen-Sieg. Ich weiß gar nicht, wie du dabei eigentlich noch seriös bleiben kannst. Wenn ich jetzt verkacke, dann... Alter, wenn wir jetzt noch... Leute, warte mal. Wenn wir jetzt noch den Friedhof ziehen, dann tanze ich Samba. Ruhe. Ich hab das Mega-Ritter-Deck. Oh mein Gott, ja! Ist das unnötig. Ich kann's nicht fassen, Leute. Bixbin gestern noch gesagt. Du hast nicht im Ernst jetzt gerade den Friedhof gezogen, verschissenen Friedhof gezogen. Alter, er ist Level 5. Bei dir? Was geht? Holy shit, Mann. Lol, ich hab den Mega-Ritter gegen deinen Inferno-Dragon. Verschissen, Leute. Nee, es ne? Das ist das einzige Matchup, was nervt. Leute, es ist... Ich hab nicht mal alle Karten auf 4. Ich hab nicht mal den Mega-Ritter auf 3. Ich kann nichts machen. Ey, der Inferno-Dragon ist zu stark, kann mein Mega-Ritter nicht bringen. Das ist das einzige Deck mit einem richtigen Tank. Ich kann es nicht fassen. Jo, Eisgeist trifft nicht alle Fledermäuse am Turm. Ihr müsst ein Filter. Das kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Das kann, es ist...